Hi zusammen. Ja, Köln hat die ein oder andere Shoppingmöglichkeit und ich habe mir gedacht, yay, Köln, da gibt's Kiko. Ich muss unbedingt zu Kiko, das gibt's bei mir im Norden nicht. Und ja, deswegen ging es auf jeden Fall nochmal in die Innenstadt. Und Sanna hatte in ihrem letzten Video erzählt, dass es bei TK Maxx, was es hier auch gibt, was es bei mir oben nicht gibt, das Video kann ich euch da drunten mal verlinken. Da hat sie bei TK Maxx nämlich sehr günstig OPI-Lacke und Essilacke geschossen. Und ich habe gedacht, vielleicht haben die das hier auch. Noch ein Grund, in die Stadt zu fahren. Ja, wir sind in die Stadt gefahren. Und die Lacke gab es nicht bei dem TK Maxx, bei dem ich war. Ich weiß jetzt übrigens auch, was du meintest, dass man da... Also ich habe da auch nichts gefunden. Also ich habe mir die Schuhe angeguckt und war auch überhaupt nichts für mich dabei. Die Handtaschen habe ich gleich links liegen lassen. Auch nicht mein Laden, scheinbar. Ja, weiß ich nicht. Und sie haben da halt ja auch... Ich weiß nicht, sie hatten da auch so einen Stand mit pflegender Kosmetik irgendwie. Aber das war jetzt auch nicht sonderlich günstiger als in den Drogeriemärkten, die man so kennt. Naja, auf jeden Fall ging es zu Kiko. Kiko war ich ziemlich scharf drauf, weil ich von der großen Lidschattenauswahl gehört habe und von der riesigen Nagellackauswahl und die Lippenstifte und so weiter und so fort. Ich hatte es mir aus welchem Grund auch immer ein bisschen günstiger vorgestellt. Ich dachte, Kiko wäre sehr viel günstiger. Aber die Auswahl war groß. Der Laden war sehr hübsch aufgemacht. Der war rappelvoll. Es sind ja im Moment auch Ferien. Also alle Läden sind immer rappelvoll im Moment. Und ja, naja, auf jeden Fall habe ich da so ein bisschen rumgeguckt und habe mir aber im Endeffekt nur einen Nagellack mitgenommen. Und zwar die Nummer 348. Das ist der hier. Und ich habe den jetzt auch auf den Fingernägeln. Der ist jetzt schon ziemlich kupeister, weil ich gestern Abend in der Badewanne war. Und das kann Nagellack ja immer nicht so gut ab. Aber so sieht der lackiert aus. Es ist so eine richtig schöne Nichtfarbe. So ein bisschen zementartig mit Grünstich oder so. Fand ich ziemlich cool. Und der war im Sonderangebot und hat nur 1,50 gekostet. Ja, das war meine Kiko-Ausbeute. Und dann sind wir so durch die Straßen gelaufen und dann war da auf einmal ein Flormar-Shop. Also wirklich ein kompletter Laden von Flormar. Und ich kenne Flormar von Douglas schon, aber die hatten da natürlich das komplette Sortiment. Und wir sind da rein und was man zuerst einmal sagen muss, die Mädels, die da arbeiten, die hatten leider kein Namensschildchen, deswegen kann ich niemanden speziell grüßen, aber die sind da sowas von nett. Also die haben Bock, sich mit einem zu unterhalten, die haben Lust, einen zu beraten. Also die haben einfach, ja, die haben einen super, super positiven Eindruck auf mich gemacht. Der Laden hat erst seit anderthalb Wochen auf. Der ist in der Hohe Straße, also Köln Hohe Straße, Flormar Shop. Lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizugehen, allein schon, weil die Leute einfach so nett sind. Das ist unglaublich. Ja, da mussten dann auch ein paar Sachen mit. Und damit fangen wir jetzt mal an. Und zwar habe ich... Also, ja, Morty war natürlich dabei und hat wild mit ausgesucht und zum Beispiel diese beiden hier. Das sind Duochrom-Lacke von Flormar. Die kosten das Stück 4,50 das Stück, was jetzt nicht super günstig ist, was jetzt aber auch nicht so super teuer ist. Man bekommt 11 Milliliter, das ist jetzt auch nicht wenig und durch diese Farbe mal an. Also fand ich richtig toll. Und genauso wie er jetzt hier schimmert, so leuchtet und schimmert der auch auf dem Nagel. Also ich hatte ihn auf einem Nagel mal lackiert. Deckt auch mit nahezu einer Schicht schöner Lack. Und der hier genauso. Das ist so ein lila Gold changierender. Ich weiß nicht, kann man das hier erkennen? Nee, jetzt gerade leider... Nicht so. Also jetzt hier in der Kamera sieht er sehr lila aus, hat aber der Duo-Effekt ist halt lila-gold. Auch sehr schön, deckt auch ganz toll. Ja, zwei schöne Lacke für mich. Ja, dann
Dann mache ich den mal weiter. Ja, Lidschatten. Flohmar hat ganz tolle Lidschatten, wie ich finde. Natürlich sind da auch ein paar Kandidaten zwischen, die mich jetzt nicht so umgehauen haben. Aber das hat ja auch immer was mit persönlicher Präferenz, besonders mit Farbpräferenz zu tun. Und die haben auch unglaublich viele, viele tolle kalte Töne. Die waren halt nichts für mich. Und dann stand ich vor den Neon-Lidschatten. Davon haben sie eine ganze Reihe, ich weiß nicht, 6, 7 Stück, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und davon mussten 2 Stück mit. Und zwar einmal die Nummer 105. Das ist so ein Bam-Grün, also ich zeige euch das auch mal. Die sind komplett matt, also das ist null Schimmer, wirklich null. Die sind wirklich teppichmatt. Und so sieht das aus, wenn man da mal mit dem Finger reinlangt. Und so sieht das aus, wenn man ihn sich einmal über die Haut zieht. Da ist jetzt keine Base drunter, kein nichts. Und Wahnsinnsfarbabgabe. Also dafür, dass wirklich kein Schimmer drin ist, sind die sehr, sehr, sehr gut pigmentiert. Ja, das war der grüne. Dann habe ich mir noch die Nummer N103 mitgenommen. Das ist ein Orange, das zieht dir die Buchse aus. Also ich glaube, so sieht man das am besten. Ja, so. So sieht das aus. Swatche ich euch auch nochmal. So sieht das am Finger aus. Und so auf der Hand. Und der Orange, ne, der hält auch richtig gut. Also den kriegt man nicht besonders gut. Also mit einem trockenen Taschentuch kriegt man ihn kaum von der Hand runter. Dafür braucht es dann schon ein Feuchttuch. Das ist der Orange, ne. Und der macht einfach mal so Rums. Ich finde das so geil. Und die sind... Wenn man sich ein paar neutrale Töne nimmt, wie zum Beispiel von den Catrice-Paletten irgendwie von den beiden, von der Fabulous Fortis, die lassen sich super, finde ich, mit diesen Neon-Sachen kombinieren. Dann hat man halt einen ausgleichenden Ton sozusagen und dann halt einen diesen Wahnsinnsakzent irgendwie. Habe ich gestern mit so einem zarten Beige-Rosenholzton gemacht und dem Grünen hier und ich fand's richtig schön. Ich fand's richtig schön. Ja. Dann lief das folgendermaßen ab, dann war da, also ich habe mich hauptsächlich mit 2 Mädels da unterhalten und mit der einen hauptsächlich über Foundation, Concealer und so weiter, weil Flohmar tatsächlich eine Wahnsinnspalette für helle Töne hat. Also ich habe da definitiv, also ich habe den Concealer nicht gekauft, weil ich im Moment noch Concealer habe, aber ich hätte definitiv einen Concealer finden können, also es gab einen für mich und die Foundation, ich habe ja schon 2 von denen, die hatte ich damals im Kiel bei Douglas gekauft. Und die sind auch hell genug für mich. Sie sind mir ein bisschen zu matt. Deswegen war ich halt auf der Suche nach einer neuen Foundation, weil ich dieses ganz Matte einfach nicht so gerne mag. Aber also wer es matt mag und halt auch ähnlich hell ist wie ich oder vielleicht ein paar Töne dunkler, haben sie auch alles da. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Wie gesagt, dann war da halt noch ein Mädel und die war auch, kam halt einfach dazu, während ich mit der anderen halt auch schnackte und guckte mich so an. Grinste, rannte los und swatchte mir fröhlich Farben auf die Hand und fand ich total klasse, also sehr, sehr engagiert und sehr direkt und ich mag das auf jeden Fall und die Farben, die sie mir da auf die Hand packte, die gehörten zu diesem Quattro hier. Also ihr seht, das Ding ist ziemlich groß, da sind insgesamt 14 Gramm drin, das ist jetzt auch nicht eben wenig, das sind 4 Farben und die swatche ich euch auch mal. Die sind nicht ganz so krass wie die hier. Aber die können auch auf jeden Fall was. Ich swatche die euch jetzt auch ohne Base. Jetzt gehen mir langsam die Finger aus. So. So, das ist jetzt jeweils einmal reingelangt und dann über die Hand gezogen. Das sind jetzt die Farben, die zum Quad gehören. Und die sind auch richtig, richtig schön. Also die beiden machen auf jeden Fall Rums. Und das Orange, das trage ich auch ganz zart heute auf den Augen mit ein ganz bisschen von dem Dunkelbraun. Sie schimmern alle leicht, aber halt nicht so, dass sie krass glänzen, sondern die haben so einen ganz feinen Hauch von so Goldpartikeln drin. Und das begeistert mich wirklich zusehends. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu Preisen. Ich hatte mir extra den Kassenbon hier irgendwie hingelegt. Ja, genau. Also die... Die Neon-Lidschatten, wo sind die denn? Ach, habe ich die jetzt auf dem Kassenbon? Ob ich das nicht mehr sehen kann?
waren denn die Neon? Ich glaube, 4,50 Euro kosten die, glaube ich. Ich meine, dass die 4,50 das Stück kosten. Und da sind 4 Gramm drin, also es ist auch kein kleiner Lidschatten. Also 4,50 kosten die Neons. Und das Quattro kostet 5,95. Also 6 Euro für das Ding hier. Und es ist wirklich, wirklich nicht klein. Und es ist wirklich viel Farbe und vor allen Dingen halt auch gut pigmentierte Farbe. Die sieht man auf die Entfernung sogar noch. Und das finde ich sehr beeindruckend. Ja, feine, feine Lidschatten. Und dann hatte sie mir noch... Das war so niedlich. sie fing dann an und sagte, darf ich dir was auftragen? Ich sagte, klar, hau rein. Und dann fing sie mit dem Orangeton hier an und trug mir ihn hier vorne auf dem Lid auf. Hier hatte ich ja noch das Neongrün sitzen. Von zu Hause schon. Und dann trug sie das Dunkelgrün im äußeren Augenwinkel auf. Dann hat sie 2 verschiedene Glitter-Eyeliner genommen. Vorne braunen Glitzer, hinten dunkelgrünen Glitzer. Hat das kombiniert. Dann hat sie mir noch Rouge aufgetragen und Lippenstift und auf die Wimpernspitzen noch einen hellgoldenen Glitzer. Und dann über den Lidschatten noch von so einem großen gebackenen goldenen Lidschatten den Goldglitter noch einmal quer übers Auge. Also ich war sehr geschminkt, als ich aus dem Laden dann wieder rausging. Aber die hatte einfach auch so Spaß daran und sie meinte auch zwischendurch, so jetzt lasse ich dich in Ruhe. Dann guckt sie mich an, darf ich noch eine Sache machen? Ich sage, ja natürlich. Und die hatte einfach Spaß an dem Job. Das führte dann natürlich auch dazu, was es ja auch soll, aber was auch vollkommen in Ordnung ist, dass ich mir einen von diesen Glitzer-Eyeliner noch eingepackt habe. Das ist ein grün-silber-Glitzer. Der ist auch richtig schön. Der Pinsel davon ist auch sehr gut. Also sie hat sehr feine Lidstriche damit hinbekommen. Und das hier ist die Nummer 303. Den swatche ich euch auch mal. Den mache ich euch jetzt für euch auf. Also das ist der Pinsel. Und jetzt packe ich den mal hin, dass ihr den gut sehen könnt. Das ist der Glitter Eyeliner. Also wirklich ein sehr gedecktes Grün. Also es ist kein Knallgrün, nicht so wie das Neonzeug hier. Aber dadurch sehr variabel und sehr tragbar. Und schöner Glitzereffekt. Ja, den musste auch noch mit. Der hat allerdings, da war ich ein bisschen überrascht, der hat auch 5,95 gekostet. Und das finde ich für so einen kleinen Glitter Eyeliner tatsächlich fast ein bisschen viel. Ist einfach mein persönliches Gefühl. Aber der ist ja schön und vollkommen in Ordnung. Und ich habe Urlaub und dann ist das auch mal okay. Ja. Ja. Ach ja, noch eine Sache. Und zwar, als wir da so wild am Rumswatchen waren, hatte ich vom Vortag, falls ihr euch von dem anderen Video noch an den hier erinnern könnt, den hatte ich noch auf der Hand. Der saß da und war halt nicht abzukriegen mit den Mitteln, die ich halt zur Verfügung hatte. Also mit Seife, mit Nivea-Creme, mit Tüchern, mit was weiß ich. Ich habe ihn nicht abgekriegt. So. Dann hatte ich ihn halt, wie gesagt, noch auf der Hand, hatte von den ganzen Flormar-Sachen lauter Swatches auf der Hand. Und dann reichte sie mir ein Feuchttuch, also ein Flormar-eigenes Feuchttuch. Und erstmal fiel mir auf, das riecht gut. Das war ganz toll. Und ich wischte da so rüber und guckte dabei in die Gegend, guck auf meine Hand und dieser Lidstrich war weg. Der war einfach weg. Also das, was ich zu Hause alles veranstaltet habe, dieses Tuch hat das Ding runtergekriegt. Und ich so, okay, es riecht gut, es fühlt sich schön an. Es kriegt diesen verrückten Lidstrich von meiner Hand runter, den ich einfach vorher nicht runterbekommen habe. Ich nehme mal eine Packung mit. So sehen die aus. Und es sind 20 Stück drin, die kosten 2,95. Ist jetzt nicht super billig, aber ich finde auch, also ich glaube Nivea-Tücher oder BB-Tücher sind glaube ich ähnlich in der Preislage. Also die brechen jetzt nicht komplett aus. Und es ist alkoholfrei und für alle Hauttypen geeignet. Nun ist es bei mir so, dass nahezu alle Reinigungstücher, die es gibt, die brennen bei mir. Also nicht schlimm, aber sie brennen immer ein bisschen. Also egal für sensitiv oder auch nicht oder für junge Haut oder auch nicht, die brennen bei mir alle. Also dann hatte ich mir ja die hier mitgenommen und stand dann hier zu Hause und wisch auf meinem Make-up rum, habe auch mal die Mascara damit ein bisschen abgemacht, das ist ja so der empfindlichste Bereich bei mir, die Augen, und es brannte einfach nicht und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Es hat wirklich kein bisschen, nicht ein Fitzelchen hat das gebrannt.
Und dann bin ich am nächsten Tag nochmal hin und habe gleich noch 2 Pakete davon gekauft, denn die Tücher gibt es bei uns im Douglas nicht. Und ich brauche die jetzt nicht jeden Tag, aber die sind einfach saupraktisch. Ich habe die einfach gern in der Wohnung und sei es völlig dekadent, um mir eine Hand beim Videodrehen einfach sauber zu machen und einfach netter Geruch. Und ja, ich bin ja auch gerne mal auf LAN-Partys, ich bin gerne auf Festivals, ich bin einfach gerne unterwegs und dafür sind die einfach toll. Und sie brennen einfach nicht und das ist sehr, sehr selten bei mir und da habe ich mich sehr drüber gefreut und ja, davon habe ich dann auch noch 2 mitgenommen. Achso, und wenn man ab 20 Euro Einkaufswert bekommt man noch so ein Kosmetiktäschchen dazu. Ich weiß nicht, ein ganz normales, hier mit so einem kleinen Dingsi zum Aufhängen irgendwie. Das ist auch nicht gerade eben dünnes Material, also es ist relativ fest und da geht auch eine ganze Menge rein so. Ja. Und das fand ich auch echt eine süße Idee. Ja. Das habe ich noch dazu bekommen, weil ich so furchtbar viel eingekauft habe. Scheiße. Ja, da kommen die ganzen schönen neuen Sachen rein. Dann habe ich noch 1-2 Sachen mitgenommen, aber das sind Geschenke und die zeige ich jetzt hier nicht. Denn, nein. Das geht nicht. Ja. Ja, das war der, denke ich, hoffe ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, letzte Raubzug, den ich jetzt hier veranstalte. Man kann auch nicht immer einkaufen gehen. Das geht doch nicht. Furchtbar. Wie gesagt, wenn ihr in Köln seid, Hohe Straße, Flohmarschop, ich bin einfach von den Mädels da auch sehr begeistert. Also ich glaube nicht, dass sie meine Videos gucken, aber falls es durch Zufall doch eine tun sollte, sei gegrüßt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss ihr.